Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty 2. Wir sind jetzt auf dem Weg, die Leute zu befragen, die aus der Zaubermanufaktur herausgekommen sind, weil der Prinz und dessen Gehöft hat uns jetzt den Auftrag gegeben, da weiter voranzuschreiten, helfen uns aber nicht direkt, also müssen wir uns erkundigen. Und zwar von den Leuten, die hier schon mal durchgekommen sind durch die Barrikade. Also von daher, der zum Beispiel. Oh. You're back to ask more questions, but you haven't brought any aid. Norman intends to return to the mage factory and fetch his wife, pass the quarantine, pass the mages. How? Ah, yes. It's really simple. There's a secret passage neither the mages nor the guards knew about. It leads from the foundry straight to the outside. They call me Bludgeon's underling, but all the master craftsmen had dealings with him and his smugglers. Norman was no exception. Tell me where it is. How do I find it? There's a man named Barry. I can't say anything about it without his okay. I gotta be careful, you see. You can find him in Bludgeon's den. He can tell you everything. Well, if he chooses to, obviously. Barry, den Schmuggler. Na gut. Wo ist mein Pferd? Hab's gerade beschworen. Yeah, sure. Come close. Yes, I am. That goof has a brilliant mind. He threw out all the sick and chased away the crying women. Merciful quiet. Na gut, Prügelslager also. Dann gehen wir doch schnell mal zu Prügel. Wir schauen uns hier um, vielleicht hat sich ja hier irgendwas getan. Ne, hier gehen Leute spazieren, alles ziemlich friedlich geworden. Keine Banditen, keine Monster mehr auf dem Weg, keine wilden Tiere. Als wenn hier jemand aufgeräumt hätte. Wer das wohl sein konnte? Gibt es keinen kürzeren Weg? Es gibt keinen kürzeren Weg. Außer den Teleport. In Prügels Lager, dann kommen wir auch mal da wieder rein. Prügel, der alte Hund. Wie sieht's denn aus, wenn wir den besiegt hätten? Interessant. Ich frage mich, wie die Welt sich verändert, wenn man da anders handelt. Wo ist der Dude? Barry. I told you, there's no more merchandise. The shop's closed. What about a secret passage into the mage factory? What secret passage? I don't know anything about it. I'm a simple merchant purchasing goods in Floster. Folks, does anyone have any idea what this is about? These people from Marcella are asking odd questions. Actually, I'm from Riggern. And you've got smuggler written all over you. I don't intend to arrest nor inform on you. I simply need to get into the mage factory. Do I look like a fool to you? I don't know you from this support beam. If someone were to vouch for you, then we could talk. But as it stands, I know nothing about any passage. Es bürgt für mich keiner. Prügel könnte doch für mich bürgen. Du bist in seinem Lager, der könnte dir sagen hier, gute Dame. Guter Partner. Was ist eigentlich mit euch? Söldner. Das ist richtig. Diese Spur ist erkaltet. Wir wissen jetzt zumindest, dass da eine geheime Passage ist, aber die Banditen wollen mir nicht helfen. Die Banditen, meine Lieblingseinheiten so in etwa. Neben den Toten natürlich. Die Toten sind natürlich meine Lieblingseinheiten. Gut, dann in Rickville. Da ist anscheinend auch jemand, der rausgeflüchtet ist. Schauen wir mal, was hier die Bedingung ist. Oder der Hinweis für den Geheimgang. Ich weiß von einem Geheimgang. Jetzt gibt es hier in Rickville vielleicht noch jemanden, der mehr weiß. Pferd, seit wann kannst du keine Treppen laufen? Freches Pferd. Geh weg. Du da. Titus. Ah, ja, das war der. Again. What else do you want? Surely you can see I have work to do. How do I get past the quarantine and into the mage factory? You must know about any secret passages. Are you kidding? I'm head of the guards. I closed down every known passage, though there is the tunnel used by the foundry craftsmen for their side business. If you could find one of them, Norman, for example. Did he survive, by the way? Yes.
He's the leader of the refugees now. Then can we wrap this up? I've still got lots of work to do here. George will skin me alive if I don't finish on time. Norman. Schon wieder Norman. Der Anführer der Flüchtlinge. Ja, ich glaube, ich war gegen Norman, oder? Ich hatte mich gegen ihn gestellt und habe den Banditen den Zuspruch gegeben. Schlecht. Äußerst schlecht. Na gut, dann auf zum nächsten. Wer ist denn hier? Ach, das ist der verrückte Giftmischer. Was heißt verrückt? Das ist der Giftmischer. Er ist nicht verrückt. Der Alchemist einfach, der zu viel gesehen hat, so in etwa. Vielleicht weiß der mehr über den Geheimgang. Oder er sagt auch, Norman. Dann müssen wir zu Norman. Mal schauen. Pferd? Warum hast du keinen Astralkörper? Halt, hier bin ich, glaube ich, sogar falsch. Irgendwas will ich nochmal schauen. Wir haben da so eine Stufe. Ah, okay. Ah, mein arkanes Wissen hat sich jetzt nicht so extrem gesteigert. Gibt's hier noch irgendwas? Did you find the retort? Do you have it? Of course not. On to another topic. Do you perhaps know of an alternate entrance into the mage factory? If only I could remember. That blasted poison. All I know is that the craftsmen of the foundry were running a business on the side. They occupied some sort of a basement there, or tunnel. I recall someone named Norman. A good fellow, albeit a swindler and a thief. But who among us is better? Forgive me. It hurts to remember. Find the retort as soon as you can, please. Und schon wieder der Norman. Ja, ich bin mir sicher, der letzte Hinweis ist auch Richtung Norman. Ich weiß bloß nicht mehr, Norman war. Norman, dem ich die Liebe ermöglicht habe, oder? Ernsthaft? Warum habe ich dich die ganze Zeit übersehen? Hallo, Wertgegenstände. Ich brauche euch zwar nicht, aber hallo. So, was ist jetzt schneller? Dorthin reiten oder... Hinreiten ist wahrscheinlich angenehmer. Diese Ladebildschirme sind ein bisschen lästig. Oh! Wollte gerade sagen, kann ich hier durch... rennen? Reiten? Der Geist vielleicht. Why are you disturbing me? The end time loomed before me. I need to get into the mage factory without attracting attention. Do you know how that might be done, Ador? I know what it is to be a prisoner of men. It is so hard for me, a son of the wind, to suffer this confinement. But I also know that stone is closer to me than the approaching terror of the void. I so desire to exist. Trapped in this cage if I must be, but not to disappear. Is there anything else you'd like to say? Nothing. Okay. Okay, jetzt können wir versuchen, mit Caton zu reden. Das sagt schon aus, versucht mit Caton zu sprechen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Was hat's jetzt mit den anderen? Ah ja, das war sozusagen auch das. Auch etwas. Versucht mit Caton zu sprechen. Neben den Flüchtlingen. Irgendwas mit Norman. Norman. Und ein Geist, der Angst hat vor der Leere. Oh, der hat nicht mehr die Kugel um sich herum. Und der steht sehr provokant dort. My divination proved correct. You showed up after all. Perhaps you should attempt to divine something about that gentleman in the pavilion. For instance, a free space in his schedule. As you can see, he's so busy he won't even speak to me, the eldest of the mentors. But I do not take offense. The Archmage's will is law. And you're willing to wait. I can see it is a serious matter. I took the opportunity to interrogate Ador. Forgive me, but
I couldn't help overhearing his name as you uttered it. What this spirit has spoken of, the Archmage needs to hear what he knows at once and take action. He could, for example, lift this pointless quarantine. So many spell components wasted. So much mana, so much effort. All for nothing. We've been fighting imaginary enemies. Can you believe it? Of course. I too think the quarantine is pointless, and I urgently need to get past it. Do you know anyone who could help me with that? I've helped you already. I spoke with an old friend, Master Remedius. He is waiting for you at the outpost by the Mage Factory Bridge. He can help you. Just don't tell the Archmage. Let it be a secret between you and me, all right? Now we can continue using... Okay. Do you understand everything I have? Ah. Ach, dann wäre ich da wahrscheinlich gar nicht durchgekommen, das erste Mal, wo ich dort war. Ich bin ja nie nah hingegangen. Jetzt ist der Weg finally frei. Das wird interessant. Endlich kommen wir weiter. Es könnte sich ein neues Gebiet eröffnen. Neue Erkundungsmöglichkeiten. Neue Gefahren. Dupont und den Nekromanten habe ich nicht vergessen. Where's Meister? Was ist mit dir? Hast du irgendwas verloren? Kontaktlinsen oder so? Sequester's up to something again. Ja, Sequester hilft mir. Hoffe ich. Wir hoffen das doch alle, oder? Dass er mir helfen möchte. Burg Ardene. Teleport activated. So, hier bin ich. Hier war ich noch nicht. Hier bin ich noch nicht weitergegangen. Was steht hier? Wegen Wegelagerei, Schlägerei, Hühnerdiebstahl und anderen Verbrechen gegen das aufrechte Volk von Nostria gesucht. Die blutige Sadie. Jeder, der ihre Bande von Gesetzlosen gefangen nimmt. Ja, vielleicht gibt es da welche, die ich rekrutieren kann. Und oder entsprechend straft, wird gerüstet mit Gold. Hm. Zu Baron Duponts Theater. Das war selbst Ziel dieser mit der müsste ich mir mal reden. Wer sich den Elite-Truppen anschließen möchte, soll nach Damien fragen. Im Oberhaupt, der hat diesen Schnell. Er befindet sich im Moment. Okay, kennen wir schon. Damien kennen wir schon. Okay. Ja, ich muss hier durch. Halt! Who goes there? An envoy from Prince Adrian. I need to get into the Mage Factory now. Ah, you're from the Prince. We've been waiting on you for a good while now. Waiting for me? Candor will tell you. He's in charge while Remedius is away. Open the gate, you loafers. Oh. Okay. Call the overseer. The most brazen thief I... First he scales the fence, now he wants to talk to the overseer. Acting the fancy lord, is he? I know the type. He ought to be whipped. I come from guard headquarters. Do you hear me? You're in a lot of trouble. Did you hear that? Now it's threats, isn't it? Think it's time to give him a quick beating while the mages aren't looking? Try it. I'll complain to Horus. Okay, wir schauen uns das mal hier um. So, was haben wir hier? Okay, okay, okay. Haben wir irgendwas tödliches, totenkopfmäßiges? Das ist das so zum Beispiel. Schiffvergleich. Magie, meine Magie könnte ich dadurch deutlich steigern, aber das macht halt keinen Sinn. Das haben wir schon. Mhm. Tja. Tja, hier ist nichts von Interesse. Elementare beschwören, Kettenblitz. Feuerelementar, himmlischer Sturm. Ach, das ist sozusagen Blitz zu unserem Meteor. Sozusagen himmlischer Sturm ist... Was ist das? Magieschaden? Magieschaden, oder? Kälte? Nee. Ich kann dir Plunder verkaufen. Gönn dir. Und wir mehr Geld. Das Geld kann ich nicht... sinnvoll gebrauchen. Was gibt's denn hier Feindes? Lass mich schauen. Welche Truppen hast du im Angebot? Elementare und Gargoyles.
Gargoyles haben Widerstandskraft. Die kosten aber 1000 Ruhm. 1300 Ruhm. 1200. Erdelementare. Beziehungsweise Steinelementare. Die könnten... Die haben keine gute Crit-Shows. Die sind aber ansonsten... Also die Steinelementare sind in nahezu allen Punkten besser. Einziger Haken ist tatsächlich, dass ich 3040 bräuchte für 4. 4 wären schon mindestens sinnvoll. Wobei... Sind es... Ja, es ist schwierig, schwierig, schwierig. Oh, Elementare. Oh, oh, schau dir das an, die Fähigkeiten. Oh, ich sehe gerade, man kann bloß 3 von denen nehmen. Ah, ja, okay, dann sind sie ausgeschieden. Ich kann bloß 3 von denen nehmen. Dann könnt ihr sie jetzt sofort mitnehmen. Die wären jetzt ungefähr genauso gut vom normalen Angriff wie die. Hätten 3, hätten weniger Leben insgesamt als die. Na, dann ist es keine Option. Schade. Da, das ist nur 3er-Stacks sind da möglich. Das ist ganz schade. Mhm. Ihr habt verspotten, oder? Nee, ihr habt Überfall. Ah, ihr habt keinen verspotten. Schade. Sonst hätte ich euch vielleicht mal über euch nachgedacht. Aber hier sind Magietruppen. Schade, dass Magietruppen einfach überhaupt nicht taugen. Ah ja, stimmt. Reden wir mit dem. Oh, wait a moment. Are you heading to the mage factory? What of it? Please, hear me out. My assistant stayed behind at the mage factory. I need you to find him. Why him? Many people remained at the mage factory. I am a golem master. I was to deliver new golems to the Royal Guard. But foolishly forgot the tabula of Tinsiduncheon. Without it, the golems will never awaken. Tinsiduncheon? Curious word. Anyway, the tabula is in the hands of my assistant, who remained at Montpatri. If you could search for him, or he might have left some notes. The lost tabula must be found, or else the guard won't get its sentry golems. See? After the disaster, Legate Horus took me in and refused to give me up to the officials and all the rest of them. I can't let him down. No way. Möglich, möglich. Ich hab doch da eine andere. Ich sollte es doch dem anderen geben. Das ist, glaube ich, Anarchie-Sache wieder. Anarchie oder Disziplin. Entweder ich gebe dem dann die Rolle oder dem anderen. Ihr wisst sowieso, worauf es hinausläuft. Wir werden Profit daraus schieben. Geben unserem Hehler die. Okay, was geht hier ab? Was ist hier los? 7530 units of mana. Kandor. Are you Kandor? Yes, that's me. And you're the prince's agent. The one who caught Ador and made him talk. And who now, just as we anticipated, desires entry to the Montpatri Mage Factory. Desires? I have orders to search for survivors in that blasted mage factory. Have you seen anyone in there? No one. We're prohibited from conducting any investigations, even if we use golems. The Archmage has directed us to enforce the quarantine, nothing else. All that's left for us to do is burn mana on cleansing spells and barrier charms. A senseless waste of time and effort. Is that all you can tell me? Of course not. Master Remedius wishes to see you, away from prying eyes. I'm going to create a portal for you now. A portal? Prying eyes? I don't like the sound of any of that. Who do you think we are? The Adepts of Darkness? Go. Wer weiß. Vielleicht. Als ob ich nicht schon welche kennengelernt hätte. Dann gehen wir mal da durch. Ist das nicht der Typ, in der einen, den man sprechen konnte davor? Remedius. Okay. Schöner Ort hier.
Du bist Remedios? Du siehst ein wenig schwachbrüstig aus. Und wer sind die? Moment. Wo bin ich hier? Bin ich hier noch auf der Map? Das sieht nämlich so aus, als wäre ich... Oh, ja. Ich bin hier auf der Map. Moment, wo bin ich hier? Ich könnte hier raus, wenn ihr mich durchlasst. Na gut, dann reden wir doch mal. Here is the hero who made the Order of Mages look like fools. The prince sent you to the mage factory to look for survivors, correct? So you do know everything about the prince's orders and about the cause of the disaster? What now? Are you going to lift the quarantine? The order has its reasons for maintaining the quarantine. Even if the king himself should order it lifted. But let's say we're willing to make an exception for you. There yet remains one question to be addressed. Namely? Can the Order of Mages trust you? We don't know who else you might be working for, nor what goals you pursue for yourself. The Mage Factory is the repository of our secrets. Unfortunately, some of them have already fallen into the wrong hands. Recover them for us, and trust will cease to be an issue. What secrets exactly? I need more details. Kandor will tell you the details. Go. The portal will take you back to the outpost. Toll. Eine Fetch-Quest für den Magier. Na, super. Aber damit komme ich wenigstens rein anscheinend. So, wo ist Kandor? Warum ist Kandor jetzt dort hinten? You're a mage factory worker? Kandor, lass mich rein. Remedius and I have discussed your problem. I need to know what it is that's gone missing. Did you see the plundered wagon train on the bridge? I think you can guess it wasn't carrying tools or food. Something valuable went missing from that wagon train. And we want it recovered. Something valuable. I suppose if I ask you who you suspect of stealing it, you'll answer someone larcenous? There are certain facts we are loath to divulge before the time is ripe. Find whoever robbed that wagon train, and... It was sentry golems in the wagons, that's what. And Windyport is the place to look for them. Talk to the locals. They likely know about it. The Artisanians are constantly pilfering from the mages, either at the mage factory or the tower. They sometimes even kidnap an actual mage, if you can imagine that. How dare you! You shall face a magical tribunal for divulging our secrets. I do very much dare. I serve the Royal Guard now, not you. Legate Horus will stand up for me. I think you two can settle this without me. Good day, gentlemen. Huh. They think I'm a messenger, it would seem. Tja, scheinbar. Jetzt gehen wir nach Windhafen, um dort nach Hinweisen zu suchen. Na, super. Müssen wir runter nach... Oh, halt. Moment, jetzt kann ich ja looten. Das hat mich schon die ganze Zeit angelacht und jetzt ist es endlich weg von der Karte. Okay. Windhafen it is. Wir suchen in Windhafen nun nach verlorenen Golems. Das wird interessant. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Und vielleicht kommen wir dann durch die Barriere und sehen uns endlich an, was hinter diesem katastrophalen Ort ist. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.